Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Parkitect, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute gucken wir mal, wie wir hier in unserem Vulkankrater weiter rumfuhrwerken. Wir haben in der letzten Folge ja schon angefangen mit unserer wunderbaren Bildenmaus, die wirklich sehr, sehr gut funktioniert und auch, ich glaube, ganz gut besucht wird. Schön ist halt, dass es echt schnell geht, was den Wartebereich anbelangt. Und das ist schon mal nicht schlecht. Weiterhin hier den Enterprise natürlich am Start. Was aber noch komplett fehlt, sind Shops. Und die wollen wir in dieser Folge auf jeden Fall mal an den Start bringen. Und vielleicht das ein oder andere Fahrgeschäft auch noch. Wir werden mal sehen. So, jetzt gucken wir erstmal. Also, wir brauchen Hot Dogs, würde ich sagen. Kommen wir mal ganz gut an. Hier, das wird ja so ein bisschen so die Main Street, würde ich sagen. Wir machen jetzt... Ja, wie machen wir das am besten? Da muss dahinter ja der Weg hin. Da muss es schon... Er muss schon hier dran direkt, würde ich sagen. Aber das können wir schon hin. So. Da natürlich auch etwas zu trinken. Gibt es momentan offensichtlich nur Bubble Tea. Dann nehmen wir halt Bubble Tea. Was soll's. Und wir nehmen auch noch einen Verkaufsautomaten. Oder? Nee, wir nehmen keinen Verkaufsautomaten. Das kann woanders dann irgendwann hin. Aber Toiletten und Regenschirme, finde ich, sollten auch schon noch sein. So. Vielleicht regnet es ja mal. Man weiß es nicht. So ein Toilettenhäuschen können wir hier hinbauen, aber das möchte ich, wir waren nochmal, ach Gott, immer diese unterschiedlichen Spiele und dann drehen, hier und leer das. Da kommt das hin, da machen wir da noch gerade einen Weg hin, was haben wir denn hier, normalen Betonweg, ist das normaler, nee, was haben wir denn da, den hier wahrscheinlich, so, okay, dann machen wir jetzt erstmal den, können wir noch austauschen bei Gelegenheit, so, dann brauchen wir einen Mitarbeiterweg, der hier hinten dran kommt. So. Und da müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Was ist jetzt hier? Da trägt ja jetzt niemand das Zeug lang, wenn ich das richtig sehe. Aber wenn wir hier... Wir brauchen ja Mitarbeiter, ne? Wir brauchen ja erstmal auch Mitarbeiter, die das überhaupt machen. Haben wir denn da überhaupt schon jemanden? Haben wir Träger? Träger. Haben wir gar nicht. Okay, dann machen wir jetzt mal einen Träger. So, das ist der erste Träger. Sollen wir zwei Träger machen? Kriegt er jetzt die Waren auch daher? Ne. Ja, das funktioniert so überhaupt nicht. Leute! Was zeigt der mir denn? Der zeigt mir doch keine Shops an. Ich hab doch Shops. Was tut der jetzt? Wir haben auch noch gar keinen Hausmeister. Das sollten wir auch mal einstellen. Zwei Stück. Damit die hier für Sauberkeit sorgen. Und Mechaniker wäre auch nicht schlecht. Vielleicht auch einen Sicherheitsbeauftragten und noch einen im Kostüm. Was passt denn zu einem Krater? Hm. Oh, ein Ritter. Schön Ritter? Why not? Aber das mit den Shops, das funktioniert so noch nicht. Was, wie ist denn da jetzt die Verbindung? Die ist doch da, oder nicht? Ist das da connected? Das ist doch da connected. Also, das geht da rüber und ist dort connected. Der nimmt aber jetzt hier komplett, geht der den Weg und holt die Sachen da. Was ist das? Das ist doch, verbinde die unterirdischen Anschlüsse des Depots und des Anlieferungsgebäudes mit diesen Rohren. Was wir gemacht haben, wenn ihr mich fragt. Ist verbunden. Was ist denn jetzt? Ist das jetzt oberirdisch? Was? Was haben wir jetzt gemacht? Auf was für eine Tiefe ist denn das jetzt? Dieses Transportsystem verstehe ich nicht. Leute. Was? Depot. Läden, die von diesem Depot beliefert werden, hinzufügen. Ja, bitte. Geht das jetzt? Muss ich das so machen? Geht das jetzt? Oh, Entschuldigung. Geht das jetzt? Jetzt sind hier Waren. Freunde.
Reicht dann ein Träger erstmal? Wahrscheinlich, oder? Mensch, ich bin ja mega. Warum ist denn hier jetzt leer? Was ist denn hier jetzt los? Jetzt auf einmal zu teuer? Leute, wirklich. Oh, 6. Müssen wir uns rantasten. Also die Achterbahn jetzt komplett überfüllt. Auf einmal Enterprise zu teuer. Ihr habt es ja wohl nicht mehr alle. Müssen wir mal im Auge behalten. So. Jetzt wollen wir hier erstmal... Das hier muss abgeschirmt werden. Gibt's so Tore? Mitarbeitertore oder so? Nee, ne? Zumindest nur ein Gebäude. Torbögen gibt's? Tore. Gehen die auch auf? Nee, oder? Wahrscheinlich nicht. Aber egal, wir machen hier mal so ein Tor hin. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. So. Dann will ich Zäune haben. Schöner Palisadenzaun hier. Ja, hier könnte man den auch machen. Why not? Machen wir das Ganze mal ein bisschen angenehmer hier. Würde ich sagen. Schön mit Palisadenzäunen hier. Ja. Das ist doch schon mal in Ordnung. Jetzt brauchen wir aber da was Höheres. Ja. Eine schöne Hecke. Hier mal hin. So, da können dann ein paar Bäume hin, würde ich sagen. Bäume, Bäume, Bäume. Was haben wir denn da? Pappel. So. So, dann wird der Mitarbeiterweg nämlich schon mal so ein bisschen verdeckter. So. Jetzt haben... Ein paar Sachen haben immer noch keine Lieferungen, aber gut, der Träger kommt, der Träger macht. Ja, da ging. Schöner Ahorn hier. So. Ich brauche Blumen. Ich brauche ein paar Pflanzen. Hier. Topfpflanze ist sehr gut. Ist schon so ein leichter Tilt-Shift drin, oder? Heißt das so? Leute. So, das ist jetzt auf jeden Fall besser. Dann brauche ich aber noch Brunnen. Warte mal. Mal so. Was ist denn bei Wasser? Ach so. Ja, ich brauche trotzdem noch mal Bäume. Denn hier hinten müssen noch welche hin. So. Okay, das passt. Das ist doch schon mal ein bisschen besser. Jetzt brauchen wir weiterhin... Was haben wir denn? Wie viele Leute haben wir im Park? 100. Wir brauchen aber weiterhin noch Attraktionen. Und zwar würde ich sagen, Kettenkarussell geht immer. Kettenkarussell geht immer. Und warte, wir müssen uns auch mal hier ein bisschen die Struktur machen. Hier, wir machen das so klassisch. Hier in der Mitte wird so ein Rondell sein, denke ich mal. So groß ist der Park ja auch nicht. So, machen wir hier mal Kettenkarussell. Jetzt ist der Sakuba auch da weg. Naja. So. Was kostet Kettenkarussell? 4,50. Ja, ne. Können wir erstmal machen. So, da müssen noch die Wege dran. Gucken wir mal. So, was macht das Kettenkarussell? Hier, schön der Holzweg. Und dann machen wir mal, ja, lassen wir mal rot. Rot passt doch. Warum denn nicht? Ja, so. Dann brauchen wir noch den Weg. Den Weg hier lang. So, Kettenkarussell läuft.
Was haben wir jetzt noch nicht? Wir haben noch überhaupt keine Bänke und so, wenn ich das richtig sehe. Hier. Die Leute wollen sich auch mal hinsetzen. Glaube ich. Während sie auch essen und so, kommt immer ganz gut. So, aber dann brauchen wir auch noch ein paar Mülleimer. Nehmen wir mal die. So, ja, das ist doch alles hier. Hat doch alles Hand und Fuß. So, dann brauche ich aber nochmal die Zäune. Wo waren die denn? Hier. Und war das jetzt der oder der? Ach, die heißen beide Zaun. Shit. Welcher war das? Ist aber Unterschied zu sehen. Der war es nämlich nicht. Oder ist der jetzt nur falsch rum da drauf? Oh je, Leute. Die sind ja falsch rum. Das geht ja gar nicht. Jetzt, das ist richtig. Ach, guck mal, da wird sogar dann das Holzding ersetzt. Das ist ja spannend. So, der ist richtig rum. Der ist falsch rum. Man muss auf den Weg zeigen, dann ist er richtig rum. Okay, das muss man natürlich wissen. Hier ist das, glaube ich, alles richtig. Sieht richtig aus. Ja. Gut. Okay, die Shops funktionieren, das ist schon mal nicht schlecht. Aber wir müssen trotzdem sehen, wir brauchen mehr Attraktionen, wir brauchen mehr Leute. Was waren nochmal die Ziele? Na, egal. Haben wir keine Zeit für. Wir brauchen, und wir müssen forschen, stimmt. Forschungsteam. Wir machen Achterbahn. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, was ich noch alles hab. Was kriegen wir denn an Budget? Machen wir mal 500. So. Okay. Nee, Umfrage brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, was haben wir denn noch an Fahrgeschäft? Wir können noch eine Schiffschaukel bauen. Und eine Junior-Achterbahn in der Theorie. Wildwasserbahn. Leute, ihr wisst es, Wildwasserbahn ist die Gelddruckmaschine. Ein Bus brachte ein wilder Vulkanritt. Ja, das ist nicht schlecht. Eine Wildwasserbahn, Leute. Hier in den Bergen. Oder in den Bergen. Hier, mit dem See passt das ja auch so ein bisschen. Bauen wir jetzt hier hin. Wie bauen wir das denn? Keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Aber wir versuchen es einfach mal. So, erstmal Station. So, und dann würde ich sagen, geht es da lang. Hoch. Über den See an den Vulkanrand. Das müsste doch eigentlich passen. Ich werde jetzt nicht großartig themen, weil dann haben wir ja ein Problem, glaube ich. Hier gibt es direkt mal einen kleinen Splash, würde ich sagen, oder? Kleiner Splash hier direkt. Das geht doch. Das finde ich gut. Die Bahn hat zwei Splashes einfach. Die wird nicht so lang, würde ich jetzt sagen. Wobei, die kann hier aber nochmal... Doch, die wird nochmal, die geht nochmal, soll hier mal so rein noch und dann in den Berg. Schön ins Dunkel. Um dann hier rauszuschießen. Geil, Doppelsplash hier, Leute. Und ich. Mega. Schöner Double Splash hier in den See, aber wir sind so nah an dem Enterprise dran. Das finde ich nicht gut. Das müssen wir nochmal zurück. Wir müssen da einen weiter oder zwei weiter. So ist, glaube ich, besser. Machen wir jetzt Double. Machen wir Double. Aber so sind wir noch nicht draußen. Jetzt sind wir draußen. So, geil.
Warte mal. Ich glaube, so sind wir genau auf der Wasseroberfläche. Ich will da nicht, dass das dann ein Tunnel entsteht. So ist, glaube ich, gut. Hat für eine negative Nachricht noch Interesse. What? Das gibt's ja gar nicht. So, ist das gut so? Ja, oder? Ist doch mega. Sollen wir jetzt hier nochmal rum? Kann man hier nochmal rum. So. So ist doch cool. So ist doch cool. Okay. Eingang, Ausgang. 2,50. Ich sage der Hämmer 10 erstmal. So. Ja, Boote müssen wir gleich mal testen. Aber ich glaube, so viel mehr werden wir nicht brauchen. So, erstmal die Wadeschlange. Schön in einem Blauton, würde ich sagen. Oder. Ja. Immer mal so. Sommerlich. So, das passt schon. Warte mal, müssen wir mal gucken, wo dann der. Machen wir jetzt einfach hier mal die Kreuzung hin. Vorerst. Enterprise ist defekt. So. Das Ding ist geöffnet. Jetzt müssen wir mal abwarten, ob die Leute da auch reingehen. Für 10 Dollar. Was kostet nochmal hier der wilde Vulkanritt? Der kostet 12. Und damit sind die Leute aber auch gut bedient. Was ist denn jetzt hier? Ach, das ist momentan eh kaputt. Oder? Aber sagen die Leute immer noch? Zahlen nicht so viel. Oh, 55. So. Die Shops, wie sieht's da aus? Mit den Finanzen? Regenschirme werden. Ja, es regnet halt nicht, würde ich jetzt erstmal sagen. Hot Dogs. Kunden 79, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So, die Leute gehen auf jeden Fall für 10 Dollar hier in die Wasserbahn. Da haben sie Bock drauf. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir müssen trotzdem noch sehen, wir brauchen noch weitere Attraktionen. Wie sieht's aus mit der Forschung? Geht weiter, alles klar. Bauen wir die Schiffsschaukel noch, würde ich sagen, oder? Die passt doch hier perfekt zur Wasserbahn. Ja, komm. Das gehen wir doch hin. Schiffsschaukel, erstmal 5, gucken wir mal. Zack. Das Weiß muss da noch ins dran. Da machen wir doch mal jetzt eine schöne Farbe, die sich gewaschen hat. Schönes hellblau. Das geht doch. So. Einmal hier anstehen für die Schiffsschaukel. So. Also. Wir haben 3 neue Attraktionen hier geschaffen in dieser Folge. Das ist doch schon mal ordentlich. Ich verstehe nicht, was hier Sache ist. Ich glaube, wir brauchen noch einen Träger. Tatsächlich, weil einer reicht nicht. Eine Zone. Das ist benötigt. Das ist in Ordnung. Haben die denn jetzt eigentlich einen Pausenraum? Und ich glaube, dass ich. Weil die sonst müssen die immer so weit latschen. Dass ich einen Pausenraum vielleicht auch hier hinmachen sollte. Warte mal. Hier passt der doch super hin. Mitarbeiterweg. Dran gewämst. Und dann können die sich hier ausruhen. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist sogar sehr gut. Dann machen wir jetzt hier noch ein bisschen Bäume. Hier. Den will ich wieder haben. Der wurde eben abgerissen. So. Dann gibt es ein paar Tannen, würde ich sagen. Den Pausenraum so ein bisschen verdeckt. So. Und dann brauchen wir noch. Boah, gibt's viele Tannen. Mein lieber Herr Gesangsverein. Wo ist denn.
Lobby. Naja, gibt's eigentlich nicht eine normale Birke oder mal so eine richtig schöne Buche? Gibt's nicht, ne? Ja, ein bisschen. Na egal, dann machen wir noch ein paar Pappeln, die hier die Schiffsschaukel ein bisschen verdecken. Beziehungsweise den Mitarbeiterbereich. So. Ja, gut, dass man hier keine hinbauen kann, weil dann geht es ja durch die Schiffsschaukel durch. Das finde ich sehr, sehr gut. So. Ja, Leute, das war es jetzt erstmal für diese Folge. Schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Hier bei Park Nummer 4 ist es, glaube ich, oder sowas. Hier im Vulkankrater. Wieder ein bisschen was geschafft. Wir müssen jetzt mal mehr Leute rankriegen. Und dann geht es hier weiter. Ich sag tschüss, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Brilli.